Hallo, ich habe einen kleinen Excel-Kurs gemacht. Warum habe ich ihn gemacht? Naja, die Kurse, die ich im Netz gefunden habe und was ich auch noch so an Büchern gesehen habe und so. Eieieiei. Gut. Hinterher können die Leute alle möglichen Zellen einfärben, können rechnen mit irgendwie einfachen Bezügen, aber irgendwie, es wird eben gerechnet um des Rechnens willen und es verfolgt keinen Zweck. Also habe ich einen kleinen Kurs gemacht, der Factorio als Grundlage nimmt. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, Factorio, damit kannst du eigentlich alles machen, wunderbar automatisieren. Und es gibt Situationen, das musst du echt durchkalkulieren. Gut, also auf dieser Basis mit diesen Daten dann einen kleinen Kurs mit Excel. Da kannst du ja nun wirklich alles Mögliche anstellen. Hinter mir habe ich mal so die Logistik, das Wording der Logistik mit ein paar tausend Dokumenten analysiert. Das ist sehr interessant. Man merkt eben auch so zeitliche Entwicklung, welche Worte wichtig sind, unwichtig sind. Egal. Also Excel ist echt eine Wunderwaffe. Kann man tolle Sachen mit anstellen, auch sehr farbenfroh. Aber man kann auch viel Zeit mit verballern, indem man eben dann sich stundenlang mit bunten Bildchen beschäftigt. Man sieht hinter mir, habe ich auch Spaß dran. Aber der Fokus muss darauf liegen, wir rechnen. Excel ist eben ein Werkzeug und nicht Selbstzweck. Zigmal in Projekten erlebt, man kriegt auch immer wieder Formulare in Excel. Mann, die sind dann geschützt. Okay, das knackt man dann in 10 Sekunden, gar kein Problem. Alles Quatsch. Also pragmatisch, Exceling muss man drauf haben. Das kann man in dem Kurs gut hinkriegen. Beschäftigen wir jetzt erst einmal mit der Materialwirtschaft, auch das Bestellen von Material, eine richtige ABC-Analyse. Auch da habe ich wieder ganz abstruse Dinge gesehen. Ja, und am Ende versuchen wir auch noch, sag mal, bestimmte Kennzahlen im Lager zu bestimmen. Da gibt es auch lustige Dinge, die so die Kaufleute machen, so Anfangsbestand, Endbestand, zusammen die durch zwei teilen. Das ist der mittlere Bestand. Das ist natürlich Bullshit. Jeder, der schon ein bisschen sich mal mit Daten beschäftigt hat, sieht, das ist letztendlich ein Verlauf über, sagen wir mal, das ganze Jahr. Und das muss er auch dann taggenau machen. Wo ist denn das Problem? Gut, da kommt natürlich aus irgendwelchen Bilanzen, eine Bilanz letztes Jahr, dieses Jahr vergleichen und fertig. Quatsch. Kann man richtig machen, ist gar kein Problem. Mache ich auch richtig dann. Trotzdem zeige ich natürlich die Formeln, weil ich kenne das ja. Du bist Lehrling, du studierst an der Hochschule. Du musst natürlich genau das machen, was derjenige, der sich unterrichtet, auch von dir verlangt. Guck da rein, abonniert den Kanal und viel Spaß damit. Bis dann.